Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung. Ich muss vorab sagen, heute geht es mal um ein Buch, was so überhaupt nicht in meine typische Lektüre reinpasst, aber dazu erzähle ich euch am Ende noch ein bisschen mehr. Denn jetzt soll es erstmal um den Inhalt gehen von Eins im Andern von Monique Schwitter. Ich glaube so, Eins im Andern Monique Schwitter, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Hier seht ihr nochmal das Cover und allein schon das Cover finde ich ist nicht etwas, was so in meine typische Regalfront reinpassen würde. Aber egal. Hier geht es auf jeden Fall um, ja, sie hat gar keinen Namen. Also es geht um eine weibliche Protagonistin, die uns von ihrem Leben erzählt. Beziehungsweise wir steigen in die Geschichte ein, bekommen mit. Sie ist verheiratet, sie hat zwei Kinder, die sind noch ganz klein, ich glaube 4 und 2. Und ja, sie ist Autorin und schreibt jetzt gerade an einem Buch und versucht ja so ein bisschen sich Inspiration zu holen und entdeckt dann auf einmal wieder eine Sache, die sie an ihren ersten Freund, an ihre erste Liebe erinnert und recherchiert bei Google einfach mal, was ist denn aus dem geworden, ist ja schon 20 Jahre her und guckt einfach, ja, wie geht's dem so und stellt dann dabei fest, dass es den eben nicht mehr gibt, dass der sich schon vor 4 Jahren umgebracht hat. Und ja, das ist so dieser Moment, der bei ihr so alles ja, ins Rollen bringt und sie denkt darüber nach, sie denkt über ihre vergangene Beziehung mit ihm nach und denkt dann auch weiter darüber nach, was für Männer eigentlich ihr Leben bisher dann noch so beeinflusst haben. Letzten Endes wird sie hier auf 12 Männer treffen. Es sind jetzt nicht unbedingt alles Männer, mit denen sie Beziehungen hatte, aber irgendeine Art von männlichem Wesen, das ihr Leben beeinflusst hat oder das irgendwie wichtig für sie erscheint. Und das ist so ein bisschen aufgebaut wie quasi die 12 Apostel. Man sieht das hier auch vorne, ist da so eine Inhaltsangabe. Und der erste, nämlich der Kerl, mit dem sie halt zuerst zusammen war und der sich dann auch umgebracht hat, heißt auch Petrus. Und ja, das ist dann hier in 12 Kapitel unterteilt und da geht es dann halt ja, um ihr Leben und wie sie dann halt auch da gelandet ist, wo sie jetzt ist. Und ab einem bestimmten Punkt geht es dann halt auch in der Gegenwart weiter, beziehungsweise diese 12 Kapitel umfassen auch ungefähr ein Lebensjahr von ihr. Also wir springen immer auch in den Rückblenden quasi und dem, was wir halt so momentan mit ihr erleben. Ja, das Buch ist erschienen bei Droschel. Kostet keine Ahnung was, hier steht nämlich kein Preis drauf und hat 230 Seiten ungefähr. Ja, dieses Buch habe ich nicht ganz freiwillig gelesen, beziehungsweise habe ich durch ein Seminar in der Uni gelesen und darüber musste ich nämlich jetzt auch was verfassen. Und ja, hatte da 4 Bücher zur Auswahl und habe mich halt für dieses hier entschieden und dementsprechend bin ich dann halt auch darauf gestoßen. Deswegen ist jetzt auch nichts, was ich mir so von mir aus ausgesucht hätte, schon alleine wegen dem Cover. Das hat natürlich ein sehr religiöses Ding, aber das Buch an sich ist jetzt nicht irgendwie so religiös, fanatisch oder sonst was irgendwie angehaucht, gar nicht. Deswegen finde ich das nicht unbedingt so, naja, ist wahrscheinlich Interpretationssache. Und da das nicht mein übliches Genre ist, möchte ich darüber jetzt auch nicht urteilen. Auf jeden Fall muss ich tatsächlich sagen, dass ich das Buch gar nicht mal so schlecht fand. Also es hat sich doch recht schnell weggelesen. Es ist ein bisschen anstrengend am Anfang, weil es enthält keine wörtliche Rede. Es wird zwar gesprochen, also wörtliche Rede kommt quasi vor, sie wird aber nie mit Anführungszeichen oder so deklariert, sondern einfach im Fließtext untergebracht. Und das ist ein bisschen anstrengend, finde ich, zu lesen, aber man liest sich da doch schon relativ schnell rein. Und irgendwie, ja, ist es doch faszinierend, was sie dann so erzählt. Man muss aber aufpassen, dass man diese Zeitsprünge dann auch mitbekommt, weil es teilweise auch ein bisschen verwirrend ist. Allerdings muss ich sagen, dass mir die Protagonistin an sich, also so von dem, wie sie so schreibt und wie sie erzählt, eigentlich schon total nachvollziehbar und irgendwie auch sympathisch ist. Aber was sie so tut, währenddessen sie auch in Beziehung ist und wie sie dann darüber spricht, das geht halt einfach gar nicht. Da habe ich mich dann auch schon so, da saß ich dann so, ist es jetzt ihr Ernst? Hä? Das ist total komisch und das ist so, also total, die ist irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie hat die einen an der Scheibe, ne? Also das ist ein bisschen komisch. Man wusste einfach nie so, was die jetzt machen würde oder was da passiert ist oder wie sie darauf reagieren würde mit irgendwelchen Dingen. Und das war total irritierend als Leser, aber unglaublich spannend, weil du halt überhaupt nicht absehen konntest, wohin das jetzt geht.
Und ja, am Ende wird dann halt was gelüftet, womit, ja, ich finde, man hat da schon, ja, nicht richtig mit gerechnet, aber man hat schon gemerkt im Verlauf des Buches, also auf irgendwas müssen wir jetzt hier noch zurücklaufen. Also irgendwas muss da jetzt nochmal kommen, weil das, was man vielleicht eigentlich erwartet hätte, nicht stattgefunden hat. Aber völlig egal, ich will mich jetzt hier nicht verhaspeln. Ich finde dieses Buch echt nicht schlecht. Ich würde ihm jetzt einfach mal 3 Sterne geben, weil es jetzt nichts ist, was ich jetzt nochmal lesen würde oder irgendwas nachlesen würde. Aber es hat mir auch nicht gefallen. Also, dass ich es jetzt mit 2 Sternen oder so bewerten muss. Es ist halt einfach mal vollkommen was anderes von dem, was ich irgendwie kannte. Und ja, das wirft in mir so den Gedanken auf, ob ich nicht vielleicht manchmal aus meinem kleinen Jugendbuch-Schneckenhaus Fantasy Chicklit so ein bisschen rauskriechen sollte und mal ein bisschen andere Lektüre lesen sollte, die vielleicht einfach mal ein bisschen was anderes bedient. Ja, also ich werfe jetzt einfach mal in den Raum, dass es vermutlich keiner von euch kennt, dieses Buch. Wenn doch, dann schreibt es mir unheimlich gerne in die Kommentare. Weil ich gehe jetzt mal davon aus, die Leute, die meine Videos schauen, lesen auch ungefähr so das, was ich lese. Dementsprechend würde das vermutlich auch eher nicht in euer Beuteschema passen. Aber schreibt es mir unglaublich gerne in die Kommentare, wenn ihr das gelesen habt und wie ihr das empfunden habt. Und ihr könnt mir auch gerne mal die Frage beantworten, ob ihr auch manchmal so euren Horizont erweitert und einfach andere Bücher lest, die vielleicht nicht so in das passen, was ihr üblicherweise euch immer holt. Das würde mich mal interessieren. Oder ob ihr da halt auch, also ich bin eigentlich total festgefahren immer so auf meine Genre, aber vielleicht sollte man das mal überdenken. Wäre mal eine Überlegung wert. Schreibt sie gerne in die Kommentare und das war's jetzt von mir in diesem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.